Mal sehen, ob Westfalen jetzt mit sich handeln lässt. Ja, sehr schön. Und Armutsgesetze gleich hinterher. Vielleicht für 400. Nein, dann später. Ich hoffe, dass Westfalen gleich mal mit Oldenburg und Holland Handelsbündnisse eingeht. Ja, die Schweiz, die kann doch auch mal was gebrauchen. Ja, sehr schön. Vor allem Logistik habe ich den jetzt verkauft. Das heißt, die können hier ihr Nachschublager gleich mal ausbauen. Zum Logistikzentrum. Bauernhöfe bringen auch immer Geld. Ja. Ach, das ist doch schön alles jetzt. Jetzt hat es einen Hauch von Idylle, das Ganze hier. Bayern hat eine sehr starke Armee. Hat schon ein Gericht. Da wollte ich auch noch was verkaufen in Bayern, glaube ich. Oh ja, metrisches System, Rautenformation, Mobilisierung der Massen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehen, ob die überhaupt so viel Geld haben. Ja, machen sie. 4000 Goldstücke für tolle Technologien. Das ist eigentlich unser wichtigster Verbündeter, Bayern. Und denen haben wir schon so tolle Sachen veranstaltet. Das gibt's gar nicht. Sind hier auch überall schön die Straßen fertig, oder? Ich gehe jetzt mal systematisch vor, dass wir sozusagen geografisch, immer wissen, wo wir schon die guten Straßen haben. Ja, das schaffe ich auch noch rum. Danke, Oldenburg. Genau, da können wir schon sagen, dass in ganz Italien, außer hier Norditalien, gute Straßen sind. Und dann gehen wir dann so weiter durch Frankreich. Oh, ich sehe gerade, Moldawien und Bessarabien, da hat sich eine Rebellengruppe gebildet, die sich von Russland unabhängig erklärt haben. Das ist gut zu wissen. Und hier stehen weitere große preußische Armeen. Und irgendwann werde ich mit Mecklenburg mich auch noch verbünden. Ich muss sie dafür erst überreden, ihr Bündnis mit Preußen zu brechen. Das ist ja so ärgerlich daran. Ja, genau. Unser Agent lebt jetzt ja auch wieder. Und demontiert gleich mal deren Universität. Ja, ich musste gerade eben, also ist zwar ein Let's Play und so weiter und alles schön und gut, aber das, was da gerade eben gelaufen ist, dass die automatische Schlacht verloren gegangen ist, da musste ich echt neu laden, weil das geht gar nicht. Es gibt so ein paar Sachen, da ist echt eine Grenze erreicht. Deren Marine kommt bedrohlich nah an uns ran und ich wollte ja noch 222er rekrutieren. Andererseits, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Na, egal. Ich kann mich ja notfalls immer noch zurückziehen. Oder ich gehe einfach nach Norden. Ja, ich möchte Irland und Schottland eigentlich nur dann befreien, wenn die Handelshäfen haben, weil ich das dann Protektorate sind, mit denen ich dann auch handeln kann. Hier beschädigt mal schön den Hafen. Und da geht der auch mal rein, für alle Fälle. Oh, und wir haben neue Schiffe rekrutiert. Die ich auch gleich... Ich schicke mal zwei zum Pelz. Ach, hier war das. Entschuldigung. Ein zum Gewürz. Und ein zum Kaffee. Eigentlich müsste ich gleich neue ausbilden, weil die so viel Geld bringen. Das mache ich auch mal. Ich lasse mal einen der Bauernhöfe bleiben hier. Und bilde dafür mal vier neue Handelsschiffe aus. So, und hier nochmal eine Miliz.
Ja. Das sieht doch alles sehr schön aus. Gut. Weiter geht's. Oh, ich muss nochmal neu laden. Tut mir leid, weil das habe ich nicht gewusst. Es war ja mein Ziel, dass da niemand in das Nachschublager reinkommt, aber die Preußen sind so aggressiv und ich habe das irgendwie nicht gesehen. Die müssen, also meine Truppen müssen im gelben Bereich des Nachschublagers liegen oder umgekehrt. Das Nachschublager muss im gelben Bereich meiner Truppen liegen. Das ist der Bereich, wo keine anderen Armeen durchmarschieren können, ohne von mir die Möglichkeit, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass die von mir angegriffen werden. Deswegen muss ich mal eben irgendwas da hinstellen. Ja, gut, stelle ich ihn da halt rein. Tausche ich doch die Rollen. Okay, so, weiter geht's. So, jetzt greifen sie mich auch nicht mal an. So, einen neuen Edel. Oh, da habe ich letztens mal den Edelmann vergessen. Der geht mal dahin und der geht mal hier rein. Ja, gut, meucheln. Oh ja. Macht er auch mal. Oh, na gut, er wurde wenigstens nur enttarnt. Das ist ja echt doof. Also mit den Agenten habe ich in diesem Spiel überhaupt gar kein Glück. Oh, viele Magistrate und Fabriken. Und hier bauen wir auch mal ein Handelsschiff gleich. Und hier mal 222er. Vielleicht können wir den Spaniern noch was anreden. Ja, das sollte eigentlich so 3000 bringen. Na gut. 2200. Na, 400. Was ist denn hier los? Wenn ich das und das mache, dann 2000? Daneben nicht. Die Osmanen. Holland. Baden-Württemberg. Ja, sicher. Na ja, komm, egal. Hauptsache, meine Verbündeten haben gute Technologie. Nee, das meine ich. Ich verschenke das nicht. So, Portugal ist auch immer reich. Ich denke, 4000 ist nicht zu viel verlangt. Aber was ist denn damit los mit euch? Verdammt nochmal! 3000. Wenn es für 3000 hin, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir kein Geld mehr haben. Dann nicht. Dann. Nee. Ich tue es nicht verschenken. Verschenken tue ich hier nichts. Gar nichts. Na, wenigstens einer, der halbwegs hörig ist hier. So, Bayern, die müssen erstmal aufrüsten. Mal sehen, womit sie anfangen. So, jetzt können wir wieder tauschen. Du gehst dahin. Du gehst an die Grenze. Das Ding müssen wir auch mal reparieren hier. 10 Goldstücke. Komm. Irgendeiner wird uns ja wohl eine Technologie abkaufen, hm? So, Karonade für 300. Liebe Dänen. Das gibt's doch nicht. Komm, Portugal. Das metrische System für 1000. Eben nicht. Gut, und warten wir halt. Thank you.
Ja, was haben wir noch? Die Schiffe müssen sich gleich weiter bewegen. Und hier oben sehe ich die Flotte der Engländer gerade nicht, aber das ist wohl hoffentlich ein gutes Zeichen. Weiter geht's. Ein neuer Admiral ist verfügbar. Okay, den schaue ich mir mal an. Oh, der ist richtig gut. Und hier sind reichlich Gebäude fertig geworden. Darunter auch endlich unser Nachschubdepot in Hannover. Ja. Ich baue jetzt mal die restlichen Straßen alle auf das Kopfsteinpflasterniveau auf. Lewis und Clark erreichen den Pazifik. Da ist schon wieder eine preußische Armee im Rumwildern, oder zwei sogar. Oh, die Italiener kommen. Um uns zu verstärken, das ist ja toll. Die rücken durch Italien nach Norden vor, das finde ich gut. Und eine Marine haben sie auch schon. Sehr schön. Ja, lohnt sich das doch mal, ein paar Staaten zu Protektoraten auszurufen. Westfalen handelt inzwischen auch mal endlich mit Oldenburg und Holland. Nicht nur mit uns. So, Spanien. Hm? Jetzt genug Geld? Nein. Und Portugal? Oder Bayern? Portugal, wo sind die? Da. Weil eben nicht. Ja, hier sind viele, viele große preußische Armeen. Da werden wir noch lange dran zu knabbern haben. Ich will mal im Mittelmeer einen Hafen bauen. Also irgendein Land wird mir doch jetzt eine Technologie abnehmen, oder? Das gibt's doch nicht. Aus irgendeinem Grund. Was ist denn? Ich kein Prestige, doch. Hier den Georg Friedrich Hegel zum Beispiel. Ja. Und er ist Attentäter. Ja, sehr gut. Und hier müssen wir gleich angreifen. Und zwar am besten den kleineren General. Dann kann der Große nämlich nach und nach als Verstärkung da rankommen. Und wir haben nicht alles auf einmal. Aber das mache ich beim nächsten Mal. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal und macht's gut.